Das hätte mich nicht getötet, wenn ich den anderen genommen hätte. Naja, was so ist. Dann nehme ich jetzt den. Nehme ich den hier. Mal schauen, was es bringt. Ich kann nicht fassen, dass wir ihn haben. Wenn unser Weg jetzt nur nicht von all den komischen Soldaten blockiert wird. Wir haben die Hilfe gefunden. Vielleicht. Wie kommen wir hier wieder raus? Das war nicht zu bezweifeln. Ich schätze nicht. Nö. Sieht schlecht aus. Das sieht nicht weggegangen aus. Das sieht eher wie wollen kämpfen aus. Bleib hinter mir, Nerm! Okay. Die wollen einen Kampf. Dann sollen sie einen Kampf kriegen. Ausweichen. Nicht von schweren Steinfällen getroffen werden. Na komm. Na dann schlagen wir uns durch. Oh, je große Hand, sehr groß. Ob jetzt ein guter Zeitpunkt für den Strukturenblock wäre? Ich weiß nicht, wie er funktioniert. Ja, lass uns herausfinden. Lass uns herausfinden, wie er funktioniert. Strukturenblock. Stampf. Oh, cool. Und da mal ein Block aufgebaut. Da kommen sie nicht durch. Alles klar. Die Kolosse schlagen sich durch die Wand. Er spricht. Hier kommen sie. Die Riesenstatuen. Au, au. Ja, die hätten wir wahrscheinlich nicht so leicht auf. Hältst dich für cool, weil du so groß bist, was? Stolz darauf, wie groß du bist? Ich besiegen wir auch. Die Größe macht da ja nichts aus. Tut da nichts zur Sache. Euch kriegen wir trotzdem alle. Bats, Bats, Bats. Hau drauf. Dich machen wir alle. Ausweichen. Hops. Ja, was? Und super und ich mach dich alle. Er liegt schon am Boden. Oh Mann, da wurde ich besiegt. Mist. Da muss ich mal ein bisschen besser reagieren. Und da kommen die Russen wieder damit dazu, was die hier für eine Rolle spielen. Keine Ahnung, aber sie lassen die Kleineren zu Hilfe kommen. Okay. Kämpfen wir. Haltet euch bereit, Leute! Na, ja, ich bin bereit, bereit geboren. Stolz darauf, wie groß du bist? Na komm, gut ausweichen und gut kämpfen. Na komm. Mich kriegst du nicht. Arzt. Ja. Zack, zack. Und ausweichen. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Darf ich mich treffen lassen? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Genau in die Axt. Ah, hau drauf, Taktik. Ist nicht immer das Beste. Naja, irgendwann. Tschüss. Er spricht. Hier kommen sie.
zeige dir, was wir mit den Feinden in Burgundjahr gemacht haben. Noch hinter mir, Nürn? Haltet euch bereit, Leute! Hältst dich für cool, weil du so groß bist, was? Stolz darauf, wie groß du bist? Erneut. Kriegen wir vielleicht irgendwann mal einen Fürst 2 hin. Na komm. Na komm, na, ausweichen. Und zack. Ja, komm. Und batz. Schon ist am Boden. Na komm. Na, von hinten. Und batz. Was machst du? So, rein da. Zack. Und fertig ist er. Fürst 2, wie gesagt. In deinem dritten Versuch, ich meine natürlich beim ersten Versuch. Der große Bruder. Ja, sterben würde ich jetzt ungern. Oh, äußerst knapp. Nee, steh niemals still. Yep. Mein Schwert! Ich komme! Oh. Ich komme fast dran! Das war eine Lebensgefahr. Au, wei. Keine Wange! Ich habe es! So gut wie! Jack retten? Oder Petra retten? Oder was? Selbstverständlich Petra retten. Jack schön und gut, aber Petra, unsere alte Freundin. Ich hoffe, Jack schafft's irgendwie und kommt zurecht. Wir haben schon mal Petra im Stich gelassen. Au. Ja, okay, hat's überlebt. Es tut mir so leid. Ja, mir auch. Ich muss mich entscheiden. Da ich mich lieber für Petra entschieden. Als wir das letzte Mal Petra im Stich gelassen haben, hat das nicht gut geendet. Ja. Du wahrscheinlich auch, oder? Hat gerade meine Haare berührt. Hup. Ausweichen. Das war auch nicht funktioniert. Tja. Diese Statue kann zum Fall gebracht werden. Und der Koloss kann umgestürzt werden. Und das kriegen wir noch gebacken. Der Wasserfall. Der geht zu. Los, ich bin direkt hinter euch. Ja, fliehen wir. Na. Ab geht's. Ab zum Wasserfall. Oder nicht? Aber die Kamera zeigt in der falschen Richtung. Oh oh. Ausweichen. Hui. Ab nach oben. Durch den Wasserfall. Ausweichen. Nee, nicht ausweichen, sondern schwimmen. Schwimmen. Lass dich nicht fangen. Die Tiny Wind des Todes. Wie fühlt sich das an, du dummer Steinhaufen? Tja. Jesse kommt heute nicht zu dir. Da geht's zurück. Die Reise geht's zurück. Nach Beacon Town. Großartig. Wir haben den Block, den wir brauchen. Na dann, setzen wir ihn ganz an Ende. Den Strukturenblock. Aktivieren wir ihn.
Na dann. Ich sehe gerade nicht, wo ich hin muss. Aber ja, erstmal über die Lava drüber. Hops, hier lang. Zack, die Just hier mal an den Klippern vorbei. Und den Block einsetzen. Ich hoffe wirklich, das klappt. Hoffe ich auch. Na komm, ZR Platz hier. Das Ding. Und, Anu. Super Mega Special Effect. Na, scheint recht wenig zu passieren. Und? Geht es allen gut? Ist was passiert? Ja, ich glaube schon. Was ist jetzt, Schlund? Ach ja, du wurdest Struktur geblockt. Bam! Ja. Ist zu. Gedacht, sehr schön. Du hast es geschafft. Hab ich nicht ganz gut gewusst. Das hab ich wohl. Aber er wurde Struktur geblockt. Oh, so sieht es wohl aus. Dann kommt, gehen wir heim, Leute. Auch wieder mitnehmen. Okay, super. Haben wir das Abenteuer bestanden. Das erste. Das erste Abenteuer. Oh, dieser zweiten so Staffel. Viele Leute habe ich lange nicht gesehen. Hey Leute, alles Gute zum Gründungstag. Ah, willkommen zurück. Wir dachten schon, du verpasst es. Ach, niemals. War es chaotisch. Ich wusste, dass das passiert, wenn niemand das Sagen hat. Es gibt keinen Zeitplan. Anarchie oder was? Und überall sieht alles in Ordnung aus, ja. Leute rutschen auf dem Schleim aus. Ich weiß nicht, wovon du redest, Raider. Ich finde, es sieht toll aus. Alle haben solchen Spaß. Es brennt noch nichts. Aber es ist Spaß am Rande. Ist noch nichts, ja. Ist noch nichts kaputt, ist noch nichts also, zerstört worden. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Die Stadt brennt noch nicht, liegt noch nicht in Trümmern. Ja. Ja, das ist super. Ein kleiner Strukturblock. Ja. Wie ich den Leuten immer sage, mit Teamwork werden Träume wahr. Ja. Freunde haben wir diesen tollen Schatz mitgebracht. Es gibt nichts, was wir gemeinsam nicht schaffen. Alles Gute zum Gründungstag, Episode. Leute. Gern geschehen. Mit Teamwork. Es klappt alles. Was? Nice. Der Gründertag. Der Gründungstag. Von Beacon Town. Schlecht, oder? Super. Ich glaube, es hat Ihnen gefallen. Ja, hat es. Du hast es wohl immer noch drauf. Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt ein Auge weniger habe. Na, die Augenklappe steht hier gut. Erfolg. Ja, der Aspekt ist nicht der beste. Nee. Ja, die Augenklappe ist toll. Hey, das habe ich gerade schon gesagt. Ist irgendwie toll. Rundet deinen Look echt ab. Keine Tiefenwahrnehmung, aber wenigstens ist mein Look abgerundet. Tja. Prima. Oh, Jack, ich... Stimmt, keine Tiefenwahrnehmung. Der kann nicht mehr 3D sehen. Ich wollte Jack bloß abholen. Nein, ist schon okay, mein Guter. Man braucht zwei Augen, um 3D zu sehen. Um drei Dimensionen. Sieht man nur mit zwei Augen. Kommst du, Petra? Petra, dein Idol. Jetzt bleib ich bei Jesse. Was? Tja, wir feiern gemeinsam das Gründungsfest von Beacon Town. Wie es ausschaut. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Ach, das ging auch schon hin. Bis dahin flüstert es mir nachts im Schlaf zu. Ihr habt das angehört, oder? Ja, was war das? Aber was? Oh. Da stört etwas den Frieden von Beacon Town. Oh nein. Einer dieser riesigen, monströsen Statuen hat uns verfolgt bis nach Beacon Town.
Augenweih. Das war sie, die Folge 1. Ja. Wie kamst du in Stellas Schatzkammer, um Petras Schwert zurückzuholen? Du und 48,4% der Spieler haben sich den Weg freigekämpft. Oh, die meisten waren dann doch für den friedlicheren Weg und haben sich reingeschlichen. Ah, okay. Fandest du dass Vader der vorübergehende Verantwortung für Baconton gewachsen war? Naja, ich wollte ja eher das Dorf ermutigen, dass es alleine hinkriegt. Also dass vielleicht zwischendurch mal keinen Anführer braucht. Also ich würde jetzt kein Unterstützer der Anarchie sein, aber versteht ihr, was ich meine? Ich wollte jetzt nicht einen neuen Zwischenanführer einsetzen, sondern mal das Volk bestärken. Ja. Du und 22,3% der Spieler haben Beacon-Town sich selbst überlassen. Ja, Vertrauen ins Volk. Was ist denn da? Ist doch nichts Schlechtes da dran. Ja, aber die meisten haben sich doch für den Vader entschieden. Ja. Du und 39,9% der Spieler haben Petra geraten, cool zu bleiben. Okay, die anderen wollten, dass sie sie selbst ist. Ah, okay. Ja. Von mir aus. In welcher Strukturenblock war deiner Meinung nach am hilfreichsten gegen Hitzeschutz? Ja, das habe ich nicht ganz Hitzeschlund, weiß nicht ganz kapiert. Da habe ich nicht geschnallt, dass wir die Wahl hatten zwischen Schildmauer und Angriff. Aber ja, Schild ist auch nicht schlecht. Muss nicht immer auf Angriff setzen. Du und die 39% der Spieler entschieden sich für die Schildmauer. Ja, die meisten haben, da war ich doch, glaube ich, meistens in der Unterzahl. Hast du Jack gegen seine Prismarinen-Gegner geholfen oder Petras geliebtes Schwert gerettet? Du und 71,8% der Spieler haben Petras Schwert gerettet. Ja, die meisten haben sich für Petra entschieden. Nicht für das Schwert, sondern für Petra am meisten. Ja, ist auch gut, die Freundin zu retten. Den Jack, den kennen wir noch nicht so lange. Ja, da sehen wir es mal wieder. Meistens in der Unterzahl. Ja, so sieht's aus. Das waren unsere Entscheidungen in Staffel 2, Folge 1. Da geht die Staffel 1 zu Ende. Die Staffel 2, Episode 1, Episode 2 wird folgen. Und Lucas ist mit an Bord. Es ausschaut. Er eilt uns zur Hilfe. Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben. Ja, Lucas. Ja, gern doch. Na dann haben wir Folge 1 Hauseigener Held abgeschlossen. Nice Sache. Episode 2, Folge 2. Je nachdem, wie man es haben will. Gewaltige Konsequenzen. Ja, da würde ich mal sagen, starten wir demnächst mal in Folge 2. Ja, da haben wir noch viel vor uns. Folge 1 von 5 ist abgeschlossen. Da waren es nur noch 4. Na dann, ich freue mich auf die weiteren 3 Episoden von Minecraft Story Mode Staffel 2. Ja, alles klar.